Hallo, über Daily Dos hat uns eine Frage vom Lukas erreicht. Der hat nämlich zum Geburtstag einen neuen PC bekommen, wollte sich ein cooles Hintergrundbild runterladen und hat festgestellt, das ist total unscharf. Hier ein paar Tipps und Tricks, wie er das am besten hinbekommt. Als erstes müsst ihr wissen, wie die Auflösung hier eures Bildschirms ist. Dazu klickt ihr bei Windows zumindest mit der Maus auf ein freies Feld und zwar mit der rechten Maustaste. Dann geht ein Kontextmenü auf, sollte es zumindest, genau, mit zwei Punkten. Als erstes gucken wir uns die Anzeigeeinstellung an. Die öffnen sich und ein bisschen nach unten gescrollt steht da die Bildschirmauflösung. Das ist sozusagen die Auflösung, wo euer Bildschirm sozusagen das beste, das schärfste Bild zeigt. In diesem Fall sind das 1920x1080 Bildpunkte. Das kann abweichen. Also als erstes diese Information rauskramen. Als zweites mit dieser Information Fotos holen. Und die holt man sich in der Regel irgendwo aus dem Internet. Das ist rechtlich nicht so ganz ohne. Von daher zeige ich euch das jetzt nicht, wie das bei Google ist, weil die Sachen, die bei Google sind, gehören erstmal anderen. Natürlich kann man die für sich selbst benutzen, aber wir nutzen zum Beispiel Pixabay. Dieses nette Bild der Lego-TARDIS ist übrigens auch von Pixabay. Also Google geht auch, allerdings nur für euch privat, Pixabay, da könnt ihr die Fotos sogar teilen. Und Pixabay hat hier so eine nette Suchoberfläche, das ist wie bei Google. Ich gebe jetzt einfach mal Wald ein, weil ich da gerade einen Wald im Hintergrund sehe und dann kriege ich viele Waldbilder. Die kann ich auch einfach runterladen, aber jetzt kommt das Spannende, ich muss auf die Auflösung achten. Meine Auflösung war 1920x1080, ihr seht, das Bild ist ein bisschen größer. Größer ist nicht schlimm, nur schlechter ist eine schlechte Angelegenheit. Ich nehme mal hier dieses 640x373. Ich lade das mal runter. Da ist es. Und öffne euch das mal. Und ihr seht schon, wenn ich das einfach nur öffne, das ist viel zu klein. Und wenn ich das jetzt als Bildschirmhintergrund hochziehen würde, ich mache das mal. Dieses Programm kann das nämlich auch ohne größere Probleme, wenn man den entsprechenden Punkt findet, genau. Ich setze das erstmal nur zentriert in die Mitte. Dann merkt ihr schon gleich, das sieht nicht so prickelnd aus. Man kann über die Funktion von Windows wieder auf ein freies Feld drücken, rechte Maustaste auf Anpassen, dieses Bild natürlich statt zentriert auch auf den ganzen Bildschirm strecken. Und dann passiert genau das, was Lukas gesagt hat, es ist total unscharf, weil das Bild zu klein ist. Das heißt, ich gehe hier wieder auf Anpassen, nehme mal ein Bild, von dem ich weiß, dass es relativ gut aussieht, nämlich das hatte ich vorher schon runtergeladen, und sage hier meinetwegen strecken oder ausfüllen, das ist relativ egal, weil das Bild hat die entsprechende Größe. Wenn ich das jetzt mache, seht ihr schon, mein Bildschirmhintergrund hat sich verändert, es ist deutlich schärfer geworden. Das heißt, Lukas, du musst auf deine Bildschirmauflösung achten, ein freies Feld gehen, rechte Maustaste, Anzeigeeinstellung klicken, gucken, wie lautet deine Auflösung und mit dieser Auflösung Bilder herunterladen, die du dann über Anpassen sozusagen von deiner Festplatte entsprechend hochladen kannst. Und dann halt entsprechend gucken, ob du es ausfüllen willst. Wenn es ein bisschen größer ist, dann wird es sozusagen auf dem Bildschirm gepackt. Kacheln macht in diesem Fall keinen Sinn, weil das Bild ist zu groß. Kleinere Bilder könnte man auch kacheln. Also wenn ihr ein ganz, ganz kleines Bild findet, dann könnte man aus diesem kleinen Bild ganz, ganz viele Kacheln machen und dann hätte man ja wie so ein Kachelmuster in so einer Küche. Und alle anderen Sachen einfach mal gucken. Achtet vor allen Dingen darauf, dass das Seitenverhältnis stimmt. Häufig sind Bilder eher in diesem länglichen, 16:9. Aber es gibt natürlich auch noch alte Formate, wie man sie früher sozusagen für die älteren Monitore benutzt hat. Da sind die eher quadratisch. Ich habe vorhin bei
unter dem Stichpunkt Lego ganz viele gefunden. Ne? Also hier zum Beispiel oder auch die beiden Stormtrooper mit dem Ei. Das Format, das Seitenverhältnis entspricht nicht dem von eurem PC, eurem Monitor und dementsprechend würde da das Ganze verzerrt aussehen. Auf Format achten, auf Pixel achten und dann sollte das klappen. Vielen Dank. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schickt sie uns einfach, dann machen wir ein kurzes Tutorial draus.